Hi, in diesem Video zeigen wir euch, wie der EML Voicemail-to-Text-Service in der Praxis funktioniert. Dazu wird mein Kollege Silvio mir eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, die ich dann als Text auf mein Handy bekomme. Hallo Stefan, ich komme leider etwas später zum Meeting. Bis dann, tschüss. Dank der automatischen Sprachtranskription kann ich das, was Silvio mir auf den Anrufbeantworter gesprochen hat, schon als Text auf meinem Handy lesen. Ihr wollt das auch probieren? Dann schaut euch die anderen Videos in unserem YouTube-Kanal an.